Yo Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zur zweiten Folge von FIFA 18 The Journey. Ja Freunde, wir sind back, besser gesagt noch als Weekend. Wir waren ja beim Trainingsmatch gewesen, wir haben da für Furore gesorgt auf jeden Fall. Und ja, wir sind jetzt noch weit mittendrin noch in der Saisonvorbereitung. Und ich würde sagen, ich will nicht viel labern und starten direkt los und schauen jetzt mal, was als nächstes abgeht. Genau, der Medientag war wahrscheinlich. Markus, mach vor. Alles klar? Mach dir keine Sorgen. Ist wie ein Interview nach dem Spiel, nur im Sitzen und ohne Schwitzen. Wie auch immer, sitzen wirst du jedenfalls. Hey, Michael. Stimmt es, dass der Club Alex einen neuen Vertrag angeboten hat? Das hat oberste Priorität, Jim. Wenn's optimal läuft, habe ich sogar eine Überraschung. Oh, gut, gut. Hauptsache, Alex macht sich keine Sorgen. Er muss sich auf die neue Saison konzentrieren. Es geht nicht nur um die neue Saison, Jim. Bei diesem Deal muss wirklich alles stimmen. Weißt du, ich wünschte, Harold hätte jemanden wie dich gehabt, ehrlich. Das wird schon, Junge. Sei einfach du selbst. Das sagt sich so leicht. Das ist Rio Ferdinand. Und du bist Alex Hunter. Alex. Hey. Thanks for coming out, man. Nett, dich kennenzulernen. No problem. Das hört sich jetzt wie ein Fanboy an, aber ich habe als Kind all deine Spiele verfolgt. Du, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, hätte nie gedacht, dass ich mal hier sitzen würde. You trying to make me feel old? Sorry. Let's get you set up, man. Come on. Ja, Freunde. Hier sind ich bin jetzt Alex Hunter und das ist Once to Watch. We go back 12 months ago without a professional contract. Then you have to go through an exit trial and find a club. Now you're an FA Cup winner. What made it happen, Alex? Die Antworten war Selbstvertrauen. Ich spiele einfach gerne Fußball, das Vertrauen des Trainers. Natürlich, wir nehmen das Vertrauen des Trainers. Da steckt viel Arbeit drin, aber auch das Vertrauen des Trainers. Vor allem als junger Spieler. Das gibt einem das Selbstvertrauen, das eigene Potenzial auszuschöpfen. Mm-hmm, that's the truth. It kind of helps when you got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? Die erste Begegnung, seit er vor 8 Jahren in die Staaten ging. Have you seen much of him since? Ganz ehrlich, er spielt in meinem Leben keine Rolle. Meine Mom, mein Großvater, das ist meine Familie. Ehrlich gesagt möchte ich nicht über Harold reden. Well, another big part of you coming up was your old boyhood mate Gareth. Gareth Walker. A great rival there between the two of you now. Tell me if this is a load of rubbish, but I heard of things got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right? Ja, wir haben schon was zusammen erlebt. Wir haben als Kinder auf der Straße Fußball gespielt. Dann sind wir zusammen ins Jugendteam, gemeinsam zu einem Profiklub. Aber es ist schwer. Alles ändert sich. Gerade zu Hause raus, ich war 17. Auf einmal ist dein ganzes Leben anders. Du musst schnell rausfinden, wer dein Freund ist und wer nicht. Ich denke, da geht jeder auf seine eigene Weise mit um. Okay. Gas und ich haben nach dem FA Cup-Finale geredet. Wir sind beide Erwachsener geworden. Die Rivalität besteht natürlich immer noch. Schon als Kinder ging es nur darum, wer der Bessere war. Listen, so who would usually win then? Wer wohl, kommt drauf an, wer gefragt wird.
Das Team kam immer zuerst. Ja, na wer wohl natürlich, ne? Rio, die Frage ist doch nicht ernst gemeint. Na wer wohl? I think Gareth might have something to say about that. Also Gareth hatte noch nie ein gutes Gedächtnis bei sowas. So, Alex Hunter, thanks for coming, man, and talking to us today. Good luck on the new season. Danke. Cut. So that's it, man. We're done. Well, good job, mate. Wer denkt sich denn die Fragen aus? Ziemlich heftig. Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. All right? Well, good luck in the new season, man. Hey, Mann. Du auch? Ja. Uns trauen sie wohl viel zu, hä? Huh? Mr. Hunter, Mrs. Hunter, lang nicht gesehen. Du hast mich schon lange nicht mehr Mrs. Hunter genannt. Ja. Jetzt mache ich's wieder. Ist ziemlich viel passiert. Ja, stimmt. Wir werden draußen warten, Alice. Absolute Weltklasse, Alex. Wie erwartet. Gareth, wusste nicht, dass du auch da bist. Woher auch? Seit dem Transferdesaster bist du nicht mehr mein Agent. Ja, nun, das ist ein schnelllebiges Geschäft, kennst du ja. Tja, ich muss los. Gute Arbeit heute. Danke. Ist der echt immer noch dein Agent? Klar, warum denn nicht? Für mich ist er der Beste. Das sehen nicht viele so. Was soll das heißen, bitte? Ach, Mann, hör dich einfach mal richtig um. Taylor ist eine Witzfigur. Dass mein Transfer schief ging, lag größtenteils an ihm. Oi, Gaz. You ready to go, mate? Dann geh ich mal. Schön, dich zu sehen, Mann. Alles klar? Good to see you, man. Ja, danke. Great job last season. Oh, vielen Dank. Hallo, alles klar? Ja, Freunde. Wir haben den Medientag durch. Und es liegen einige Aufgaben bei uns vor. Wir haben ein Pokalspiel gegen Real Madrid. Das ist, glaube ich, der Champions Cup oder wie auch immer. Also auch bei Champions. Wir schauen einfach mal rein. Nicht schlecht auf dieser Tour, oder? Lass den Quatsch, Junge. Das musst du dir verdienen, Hunter. Wir müssen nur Real Madrid im Halbfinale schlagen und dann Galaxy oder Bayern München im Endspiel. Kinderleicht, oder? Seckwasser? Willst du uns irgendwas sagen, mon ami? Lily glaubt wohl alles, was er in der Presse liest. Er meint, auch die Mondlandung wurde in einem Filmstudio gedreht. Wach endlich auf. Wenn ich mal eines Tages gehe, werdet ihr es von mir erfahren, nicht von der Presse. Gibt's schon einen Termin? Wir sind in L.A., macht ein Turnier für Los Angeles. Erster Gegner ist Real Madrid. Wie ihr ja gehört habt, wir müssen Real Madrid schlagen. Und dann Galaxy da die andere. Mal schauen. Wir haben auch eine gute Wertung. Wir sind bei 74. Am Anfang haben wir ja 75 gesehen. Aber nichtsdestotrotz, das ist auch gut. Aber ich kann wieder nicht die Aufstellung zu greifen, was ich nicht toll finde. Man spielt gerne einen Innenverteidiger und dann noch mit 5 Stimmen. Kein Außenbahnspieler. Ja, egal. Spiel mal mit Hunter allein. Und den anderen Tricks mag ich gar nicht. Die Blau.
Jamal Mandy. Alexander, right? You look good last season, kid. Danke. Have a good match. Ja, ich dir auch. Ah, Trikottausch am Ende? I will see what I can do. Coole Sache von Ronaldo. Sehr cool. Ja, Freunde, wir legen los. Wir haben jetzt auch mal hier viel zu viel, haben wir hier rumgelabert. Jetzt ist mal Butter bei die Fische. Das verspricht richtig guten Fußball. Ja, ist schon ein tolles Turnier hier in L.A. Weltklasse-Spieler auf beiden Seiten, dazu viele junge Spieler. Denken wir nur mal an Alex Hunter, den Nachwuchsmann, der in der abgelaufenen Saison ja nun wirklich auf sich aufmerksam machen konnte. Also das wird ein interessantes Spiel. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Hallo, stopp den Ball. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Sie sind heute recht defensiv eingestellt, oder sehe ich es falsch, Buschi? Ja, sieht erstmal so aus, aber die Außenverteidiger gehen natürlich mit nach vorne aus der Fünferkette. Und dann sieht das schon ganz anders aus. Aguero. Der nächste Angriff der Citizens. Pass auf die Außenbahn. Gute Idee, den auf den Flügel zu legen, aber der Gegner hat aufgepasst. Nun Carvajal am Ball. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Bale. Das könnte gefährlich werden. De Bruyne am Ball. Aguero. Gabriel Jesus. Und Hunter. Mondi. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Aguero in der Mitte. Ball ist weg. Kommen Sie vielleicht noch mal ran. Gut gemacht. Er spielt den Ball per Kopf weiter. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Schönes Zuspiel. Laufe ich langsam, weil ich Kevin De Bruyne. Nicht am Ende des Spiels schlapp. Schön geklärt. Philipp Bernhard. Fängt diesen Ball ab. Und nun Marcelo am Ball. Jetzt Benzema am Ball. Und der ist doch einfach so an mir vorbeigekommen. Kein leichtes Spiel heute für Real Madrid. Deine Einschätzung, Muschi? Ich stimme dir zu, Wolf. Sie müssen auf jeden Fall eine Topleistung abrufen, wenn hier was gehen soll. Alex Hunter. Spielt doch. Sehr jetzt will er es mit allen aufnehmen. Schöner Ball von Aguero. Jetzt vielleicht. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Ah, was ist das für ein Abschluss, ey? Ekelhaft. Da kommt der Schuss. Bei dem Schuss hat doch einiges gefehlt. Bale. Benzema. Und Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus. Philipp Bernard am Ball. Aguero. Modric. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Aguero. Ah, scheiß Pass. De Bruyne. Super dazwischen gegangen. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Und damit Kroos wieder am Ball. Modric. Casemiro. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Bale. Ich mach was da. Ball bei Aguero. Ah. Ballverlust. Ronaldo am Ball, das könnte gefährlich werden. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt.
Und dann war es auch nicht da. Egal. Klasse Aktion, Ball ist weg. Trotzdem ein gutes Spiel. Wir erleben hier bislang ein tolles Spiel in diesem WM-Halbfinale. Aber entschieden ist hier noch lange nichts. Alles offen. Sich ganz genauso. Es ist das Spitzenspiel. Das Stellungsspiel ist nachlässig das Gefühl, was selten David gewinnt hat. Hast du Pech gehabt? Es kann weitergehen. Mit Durchgang 2 in diesem Halbfinale und wir schauen, was uns in diesem Spiel noch erwartet. Vielleicht geht da was. Aguero am Ball. Was war das denn? Und jetzt De Bruyne. Jetzt Modric. Benzema. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Walker. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ich stehe extra da und er verliert den Ball wieder. Und da ist der Ball wieder weg. Modric. Nun Kroos. Carvajal jetzt. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Da trennt er ihn fair vom Ball. Modric. Modric! Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Das war kein Gas, guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Jetzt kommt der Wechsel bei Real. Hunter. Jetzt De Bruyne. Und den spielt er gleich wieder zurück. Jetzt vielleicht mal Alexander. Gutes Tackling. Gareth Bale. Benzema. Den spielt er wieder zurück. Oh Mann. Macht er pfeift er noch das? Und er pfeift. Freistoß. Manchester City mit dem Wechsel. Varane. Das könnte die Chance werden. Isco am Ball. Alex Hunter. Kun Aguero. Ball kommt rein. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Das war eine wichtige Parade. Wäre sonst der Rückstand gewesen. Groß. Benzema. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Fängt diesen Ball ab. Gabriel Jesus. Nun Kun Aguero. Ah, schade. Der Citizens. Alexander. Super Einsatz vom Torhüter. Ja, es gibt einen Wechsel bei Manchester City. David Silva mit der Ecke. Können Sie was draus machen? Sie bieten sich an. Sehr gut aufgepasst. Toni Kroos. Isco am Ball. Jetzt haben Sie den Ball verloren. Oh, langsam verliere ich den Geduldsfaden. Und er hat den Ball. Isco jetzt. Ball her. Jetzt gib den Ball her. Die Aktion von Bale. Mangala. Ja, da müssen Sie aufpassen. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Da versuchen Sie es mit dem Doppelpass. Marcelo jetzt. Ronaldo am Ball. Oh, das Spiel geht weiter. Vorteil hier für Real. Modric. Wird's jetzt gefährlich. Da trennt er ihn vom Ball. Gabriel Jesus. Jetzt ist Platz für den Konter. Der Konter ist gestoppt, da steht er gut. Machen der Eier für mich sein Tor wieder. Kennt man. Isco. Bale. Modric.
Toni Kroos. Geht er rein? Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Sie wechseln aus, Aguero geht. Ecke kommt. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ja, klares Foul. Es gibt Freistoß. Schöner Freistoß. Da wollten sie viel, aber rausgekommen ist sehr, sehr wenig. Ach, es geht in die Verlängerung. Es ist wieder BW Fréboni. Und jetzt läuft die erste Hälfte der Verlängerung. Und direkt zurückgespielt. Und Hunter. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das ist die Möglichkeit. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Mann. Steht da vor dem Tor, macht das Tor nicht, ey. Jetzt vielleicht. Jetzt der Einwurf für die Citizens weit in der Hälfte des Gegners. Und jetzt Boni. Mangala. Spiel doch. Philipp Bernhard. Ich stand doch frei, Mann. Gabriel Jesus. Das ist eine verschenkte Chance. Ah, da fehlt einiges. Der Ball geht weit vorbei. Viel zu überhastet. De Tomas. Marcelo. Isco jetzt am Ball. Und jetzt die Real. Nun Isco. Und Carvajal. Jetzt Modric. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so. De Tomas! Ich, Alter. Ich glaub einfach weg. Da zieht er ab. Und jetzt hat er den Ball sicher. Außen. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Manchester City. Schade, schade, schade. Sehr gut gespielt, das war aber. Wieder eine Gelegenheit. Aber sie war voll knapp, Mann. So, ja, doch, war knapp. Ah, ey, das hätte die Entscheidung sein können. Mann, Mann, Mann. So, einen Durchgang haben wir da noch in dieser Verlängerung. Weiter, weiter, weiter. Wir wollen das Tor, wir wollen das Tor. Weiter geht's. Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Wird das eine Torchance? Bale. Bale schießt! Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Und jetzt Vincent Kompany. Da steht die Abwehr sicher. Nun Carvajal am Ball. Und Ronaldo. Neben Lionel Messi ist Cristiano Ronaldo unumstritten der beste Spieler der Welt zurzeit, oder Buschi? Ja, da glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Geht die Verlängerung. Oh, das sieht gerade nicht gut aus. Cristiano Ronaldo. Guter Steilpass. Jetzt schießt er. Was für eine Chance. Und da machen sie überhaupt nichts raus. Das war kein guter Versuch, das war harmlos. Nach wie vor steht sie unentschieden. Jetzt ist Citizens wieder am Ball. Die Endphase der Verlängerung ist angebrochen. Jetzt sind es noch 3 Minuten hier. Wilfried Boni. Er versucht. Mist. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Und jetzt wieder die Citizens am Ball. Das könnte die Chance werden. Ja, Elfmeterschießen, Leute. Und können wir hoffen, dass wir da weiterkommen. Gute Stellungsspiel. So, wie sieht es aus? Achso, ich kann ihn ja nicht schauen. Ich kann nur Alex schauen. Es geht los. Der erste Schütze steht bereit. Ah, Ronaldo kann man schwer halten. Der Ball ist drin. Jesus. Aber war das noch regelkonform? Ja, unglaublich, wie er den verzögert. Aber er kommt nicht zum Stehen. Und was war das denn? Das war noch ein Witz, war das. Der Ball Modric muss man halten können. Sehr schön. Sehr schön. Ederson
Wilfried Bonny. Wilfried Bonny, komm schon. Bonny, Bonny, Bonny. Und das, das ist genauso. Und nicht drin! Der Elfer geht an den Pfosten! Und Bale Silva, ja. Ich kann auch einen reinmachen. Er muss reingehen. Normalerweise ist er ein sicherer Schütze. Der war ist cool. Ja, keine Ahnung. Ja, ja, bei dieser gute Technik, aber da bleibt er ja fast stehen. So wird anders als Meter. Was los, Herr Scherz, ja, jeden Elfmeter. Okay, wir sind dran, wir sind dran. Klasse und kann den Ball halten. Jetzt der Elfer von Hunter. Links oder rechts? Ah, das ist ein guter Torwart, ne? Okay, der ist drüber. Scheiße. Scheiße, Alter, der ist ja so schlecht. Den Ball setzt er ein gutes Stück daneben. Ich muss ihn halten. Da war der Druck für ihn wohl zu groß. Das ist der entscheidende Moment. Wenn er den versenkt, dann okay. Haben sie es. 2-1 steht so. Also wenn der verschießt, haben die gewonnen. Ein ganz schöner Druck sein. Trifft er nicht, bedeutet das die Niederlage. Ja, vorbei. Wir haben das Turnier leider schon im Halbfinale verloren. Aber nichtsdestotrotz, das soll uns eine Lehre sein. Waffe. Wir sind ausgeschieden. Vorbereitet. Sie haben es gepackt. Sie sind in der nächsten Runde, Buschi. Und das völlig verdient mit einer klasse Leistung. Aha, genau. Das war ja der Trikottausch, der eben besprochen wurde. Breites Grinsen hat der Ronaldo. Okay. Ja, war leider nichts, ne? Aber egal. Gut gespielt. Hey, you're really starting to make a name for yourself. Maybe you should come play for Real. Könnt ihr euch mich denn leisten? oder solltest du für uns spielen? Das bedeutet mir sehr viel. Kann man Späßchen machen? Nee, das bedeutet mir sehr viel. Oh nein! Könnt ihr euch mich leisten? Hey, probably not. My mistake, and ja, Freunde, die Bewertung ist leider schlecht, aber wie gesagt, das sollte eine Lehre sein und wir müssen jetzt wieder hart, sehr hart trainieren. Und unser Transferwert ist besser geworden, um knapp 10 Millionen. Und 75er Wertung haben wir erreicht, das ist gut. So, Freunde, das war's an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, Freunde, leider haben wir die Vorbereitung vergeigt, aber wir geben unser Bestes jetzt die nächsten Monate, also im Spiel. Und da würde ich sagen, ich bin draußen, euer Khalid und ciao.